Die Chefin sagte, wir brauchen mehr Videos. Anne meldete sich freiwillig, doch jede kennte ihre Vorliebe für die Farbe Türkis. Jetzt fürchten alle, dass die Corporate Identity und das gut geplante Branding der Firma in Annes Videos untergehen könnten. Oder vielleicht doch? Mit Camtasia können Sie Videos delegieren und dabei Stil und Branding vorgeben. Fangen wir mit einem Video-Intro-Clip an. Er spiegelte das Design und das Branding meiner Firma wider. Den Hintergrund habe ich von Marketing und ich benutze die offizielle Schriftarten, Farben, Logos und sogar Hintergrundmusik. Damit ich Anne nicht alle Stücke dieser Sequenz einzeln geben muss, wähle ich alle aus und gruppiere sie zuerst. Jetzt wird's interessant. Diese Gruppierung hat besondere Eigenschaften, die ich als Admin für meine Users wie Anne anpassen und limitieren kann. Zunächst einmal klicke ich im Eigenschaftenfenster oben rechts auf das kleine Bearbeiten-Icon. Und ich kann anpassen, was mein Team sehen kann. Zum Beispiel, ich will, dass Anne den Text ändern kann. Aber die Musik, Grafiken und Logo sind nicht optional. Und das Resultat? Wenn Anne dieses Intro nun in ihren Videos verwendet, werden nur jene Eigenschaften angezeigt, die geändert werden dürfen. In diesem Fall der Text. Andere Eigenschaften wie die Farben oder das Logo bleiben in dieser Ansicht verborgen und werden somit auch nicht mehr leicht verstellt. Diese gruppierten Elemente ermöglichen es anderen Menschen, Videos und Firmendesign zu erstellen und dabei die Branding-Vorgaben leicht befolgen zu können. Im nächsten Video zeige ich, wie man diese erstellten Intro-Clip mit anderen Elementen wie eigenen Callouts, Bauchbinden und Outros zu einer Bibliothek kombinieren und diese kinderleicht mit dem ganzen Team teilen kann. Vielen Dank für das Zuschauen.